Hallo und herzlich willkommen zurück zu Blacktail. Ah, wir genießen noch einen ganz kurzen Moment hier die Aussicht. Und lassen mal kurz Revue passieren, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Also wir haben Borvi Borko getroffen und den glitschigen Jack, die beiden sprechenden Pilze. Ja, die haben uns von einem Drachen erzählt, um den wir uns kümmern dürfen. Und dafür wollen sie uns helfen, die Brücke zu reparieren. Ja, sie haben uns noch ein bisschen eine Empfehlung mit auf den Weg gegeben. Wir sollen Rebel finden, einen verfluchten Typen oder den edlen Ritter. Beide würden mir scheinbar helfen. Und ich soll mir einen Glücksbringer besorgen. Ein Hufeisen. Ein Hufeisen würde aber irgendwie bedeuten, ich müsste ja ins Dorf, oder? Und im Dorf sind wir ja nicht so gerne. Naja, wir werden schauen. Aber zuerst werden wir mal ins Almanach gucken. Wir können uns mal die Pilze anschauen und ich würde mir gerne mal diese Glühwürmer angucken, falls die hier irgendwo zu sehen. Hier die Irwische. Pilze. Ein uraltes Geschlecht prachtvoller Pilze. Es scheint, als wären diese Pilze omnipräsent. Selbst in den ältesten Fabeln der Menschen werden sie erwähnt. Sie sind eine intelligente Art, die nur in den tiefsten Wäldern anzutreffen und zumeist freundlich gesinnt ist. Nichtsdestotrotz tolerieren sie keine größeren moralischen Uneinigkeiten und Verrat noch viel weniger. Oha. Ah ja, hier. Die beiden, echt. Die Pilzzwillinge. Borvi ist zwar mürrisch und ein Zyniker, hat aber ein gutes Herz. Wenn er sich erst einmal auf eine Sache eingeschossen hat, ist er sehr schwer vom Gegenteil zu überzeugen. Er konzentriert sich darauf, Sachverhalte rational zu erklären und ist für überraschende und verblüffende Denkweisen eher nicht zu haben. Jack ist jedoch listig, geistreich gerissen und egozentrisch. Er liebt es, Leute zu manipulieren und Ziele, die er auf diese Weise erreichen will, sind selten rationaler Natur. Er ist ein ausdrucksstarker Typ mit artistischem Touch. Zwar pflegt er stets ehrwürdig und ruhig zu sprechen, doch in seinem Kopf herrscht das pure Chaos. Sehr gut zu wissen. Baba, die Hexe, haben wir schon. Hier, die Irwische. Die sehen aber auch irgendwie witzig aus. Diese Viecher haben riesige Bäuche und sind hochexplosiv. Sie sind äußerst territorial und zögern nicht, ihr Leben in einer selbstmörderischen Explosion zu beenden, um ihr Gebiet zu verteidigen. Man sagt, dass diese Leitlichter wachsame Reisende zu unsäglichem Reichtum führen, aber der einzige Reichtum, der für die Irrwische von Bedeutung ist, ist Honig. Wenn sie getötet werden, lassen sie oft ihre Beute aus den Bienenstöcken fallen. Ihre Nester können mit einem wohlplatzierten Schuss verschlossen werden, aber bedauerlicherweise nicht mit gewöhnlichen Fallen. Gut, das soll erstmal das lesen. Wie ihr seht, wir haben noch ein bisschen was und es wird wahrscheinlich nicht weniger, aber ich guck mal, wie gesagt, dass wir eine gute Mischung hinkriegen. Okay, wir suchen Rebell oder den Ritter, den edlen Ritter. Ich bin gespannt. Oh, da sind die Bienen. Die lassen wir mal. So, wir gehen jetzt mal hier rum. Da sind noch mehr von den Irrlichtern. Und hier können wir uns mit Magie wahrscheinlich durchschießen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal bei den Irrlichtern, oder? Federn. Wie sind wir denn ausgestattet? Jo, nehme ich. Honey, honey, honey. Was ist das? Ist das eine Ameise? Ist ja geil. Und guck dir mal die Hütte an. Okay. Tremble before our might, puny mortal. Soon
The rivers will flow with the blood of all who dare to oppose the eternal empire of ants. I beg your mercy, my queen empress. Enough! Show me the way to the human settlement, so I can lead my merciless army and pour my wrath upon them. Da wir ja böse sind und das Dorf eh nicht so mögen, würde ich sagen, wir zeigen ihr den Weg, oder? Lead your armies past the lake, my queen. May your conquest be swift. Soon, all will know the true meaning of horror. Ach nee. Ach, guckt euch das an. Ist das geil gemacht, oder? Ist das geil gemacht, oder ist das geil? Wow. Cool. Sind das diese Nester? Könnte sein, ne? Können wir uns eigentlich ein paar Pfeile machen? Ist auch toll gemacht. Wow, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Naja. Oh. Die sind uns nicht so wohlgesonnen. Ach nee, eine Kiste. Oh. Aua. Oh, frech, die schmeißen ja auch mit Speeren nach mir. Ist ja geil. Okay, ja, das Pfeilschießen üben wir noch mal ein bisschen. So, ah, ein paar Sticks haben wir ja noch und ein paar Federn. Wir haben auf jeden Fall noch einen Zahn gefunden, was ich eigentlich sagen wollte, bevor die mich da überrascht haben. Es ist schon so ein bisschen hexenlike, wie sie auch die Kiste öffnet, ne, mit diesem Fingerschnippen. Und ich habe mich nämlich eh schon gewundert, hier, wenn ihr jetzt mal auf die Hand guckt, guck mal, da ist so eine Ranke an meiner Hand. Das scheint dieser Handschuh zu sein. Ah, es zeigt sich alles hier. Hau ab. Da schauen wir mal rein. Ach, da sind so Blümchen drin, die daraus wachsen. Das ist ja auch cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Was ist das? Hängt da noch... Oh, das klingt aber nicht so sonderlich gut. Hängt da noch ein Ritter dran, der seine Axt in den Pilzkopf geschlagen hat? Oh Gott. Oh Gott, da ist irgendwas. Ach du Scheiße, ich kann mich doch jetzt noch nicht mit dem Drachen anlegen. Wow, be damned! Look who's there! It's some giddy goat at large! Looks like the noose didn't hold you tight enough, huh? Not tight enough and not long enough. Nothing can hold me, girl. You must be Jack's friend. He sent me to help you get rid of... The dragon? Ha! Good old Slippery Jack. Always the best in bending the truth. The dragon, as well as his famous appetite for our honey, is just a fraud. The honey itself is a real beast here. It's what's making folks madder than a wet hen, clouding their minds. I can see each of you has this whole thing figured out differently. How about you get your story straight if I'm to help you? Woo-hoo! That's the spirit! I love it! Rage on, burn through! You're exactly who I need right now. Can we stop beating around the bush, then?
That's what I like to hear. Listen, there's a will-o'-wisp den nearby. The critter's been holding heaps of honey in there. I'm about to build this thingamajiggy to turn their cave into a cave-in, if you catch my drift. Their nest goes boom! We get rid of the bugs, and what's more important, of the honey. We're not letting it put us in irons, turn us into mindless slaves. But first things first, we need the plans for the damn, thingy. That's one solid plan. It seems I'm not getting across the bridge anytime soon. Relax. I got people in places. They'll help the geezers with your bridge. If you help me. So, yeah, the plans. You gotta snatch them from Knight's castle. Bully Borko's friend? Why don't you go get the plans yourself? A cursed free bird like me? Nah, I can't stomach even a minute round them holier-than-thou grand posers. I'm allergic to their BS. All right. Any more questions on the job, or are we ready for some honey flavor? Okay, so, legen wir los. Oder du glaubst also wirklich nicht, dass der Drache echt ist? Was ist das mit den Verfluchten und den Prachtvollen? Wir nehmen mal das Zweite. You're saying honey is the real problem, but what if the dragon is... Oh, come on! You're not gonna tell me you believe there's a drake around here, are you? You're better than that. Anyway, it sure ain't our problem right now. I'll get my people to help the twins with the bridge. Don't sweat. Man hört nur im Hintergrund das Drachengebrüll, aber er wird schon recht haben. So, was ist denn mit den Verfluchten und den Prachtvollen? This thing is getting sticky. Every mushroom seems to be involved, regardless of what their shape or color is. Ah, yeah. They're cursed, down to earth, living the moment folk, like yours truly. And there's Grandies. Who think themselves better than the rest because of their long-expired do's and don'ts. Curse. Did someone give you the evil eye? What have you done to get punished with such an ill fortune? Well, they used to call us that to make us seem all bad and all. But tell you what, we embrace that. Yeah, we're cursed. Cursed with freedom, baby. Just the right people at the right time to free the land from honey. Ja, er hat wirklich was gegen Honig. All right then. I guess it's time to get my hands dirty. Or sticky, for that matter. Music to my ears. Now, meet me at my place as soon as you got it. Anything wrong? Can't you hear it? Some vermin coming this way. Don't have too much fun. There are too many of them. Whoa. It does that? I used to hate this thing. Stuck on my hand. You've almost figured it out. That fancy gauntlet of yours. Learn, act, repeat. One day you'll get the most out of it. I don't think I can repeat. The cauldron has all the answers. Hexenlehrling. Das Hexenlehrling-Rezept wurde freigeschaltet. Du kannst es jetzt am Kessel in der Hütte brauen, sofern du über die notwendigen Zutaten verfügst. Alle freigeschalteten Rezepte können jederzeit im Fähigkeitenbaum eingesehen werden. Drücke auf einer Fähigkeit E, um mehr über sie zu erfahren. I'll try. Hexenlehrling. Okay, nice. Ich würde jetzt aber gerne noch gucken, was das da ist. Auch da können wir noch nicht rein, scheint mir. Es gibt aber echt coole Charaktere hier, muss ich echt sagen. Oh Gott.
Boah, hier musst du aber auch super schnell reagieren, ne? Ach, das ist ein Vogel. Ich dachte, das wären Schritte. Ich würde sagen, wir gucken aber hier noch, oder? Da ist auch noch so eine Barriere. Fisch. I should make myself a fishing rod one day. Ja, wir brauchen eine Angel. Für die süße kleine schwarze Katze. Ja, wir brauchen eine Angel. Nur dafür. Um der Katze eine Freude zu machen. Die sehen ja echt fies aus. Ah ja, von hier sind wir reingekommen. Okay, hier läuft man also einmal im Kreis, gell? Ja. Okay. Kurz nochmal in die Vasen reingespickelt, nichts drin. Okay. Was? Spezialleckerbissen. Lade den Kraftschuss auf, indem du gedrückt hältst und drücke anschließend 5. Um Spezialleckerbissen abzufeuern. Oh Gott. Spezialleckerbissen verbrauchen Mana. Wechsel den aktiven Spezialleckerbissen und schalte verschiedene Leckerbissen am Kessel frei. Ist das geil. Drücke anschließend 5. Oh, da muss ich mal noch die Maus ein bisschen umbelegen. Make it special. Boost your shot with a gauntlet's energy. Ach, guck mal an. How the hell? We're getting somewhere. Now, what was it the mushroom wanted? Was kämpfe gegen den Ritter? Zeigt es mir das jetzt auf der Map an? Ja, da. Ach du Schande. Kämpfe gegen den Ritter, warum? So, hier. Na. Von den beiden schien der glitschige Jack mehr vom Einklang zu verstehen. Ach, guck mal, dann ergänzt es das immer. Rebell, einer der verfluchten Pilze, behauptete, dass der Drache Einbildung sei. Er glaubte, dass das wirkliche Problem des Landes in der Gier nach Honig liege. Er verriet auch, dass die Irwische Honig in ihrer Höhle horten und sie deshalb gesprengt werden müsse. Dazu wären bestimmte Blaupausen nötig, mit denen Rebell eine Bombe bauen könnte. Unglücklicherweise war gerade Ritter im Besitz dieses speziellen Materials und er würde damit nicht so einfach herausrücken. Ach du Scheiße, Kämpfe gegen Ritter. Mist. Das wird diese Höhle sein, ne? Okay. Ja, gut. Ach, guck mal, die Bären sind ja der Knaller. Top. Da können wir nicht hoch. Das hat er sich so gedacht. Und wenn man böse ist,
Also wenn man dem Pfad folgt, dann droppen ab und zu solche Blutperlen. Die heilen einen. Zumindest zu einer gewissen Menge. Jetzt habe ich doch aus Versehen einen Pfeil abgeschossen. Wollte ich gar nicht. So. Lasst uns mal einen Blick auf die Map werfen. Wir müssen diesem Pfad hier folgen. Bis hier runter. Ach du Scheiße. Ey, alle 2 Meter gibt's hier was anzugucken. Ist ja richtig geil. Veles, King of the Underworld. Make my path run with blood of my foes. Guide me down the night, it runs with mine. Ach nice, das ist ein Totem. Der sieht ja auch geil aus, oder? Nee, wie gut. Okay, Totem, was haben wir hier? Oh Gott, ich sag's ja, wir kommen nie zum Ritter. Die Geräusche. Oi, miss. Miss, moment of your time. Oh, good day to you, Mr. Mr. Lava. Not a very good day to be alive, I gotta say. All underworlds at rage. Beholders protesting. Lost souls reading around. And maintenance blocked by those awful roots. Gotta dig the earth. It's got me all twisted. Tell me, miss. Did I go up or did I go down? Naja, da wir böse sind, legen wir ihn rein, oder? Bisschen gemein, aber... Up is down and down is up, Mr. Lava. Oh, yes. That's so. Thank you, miss. I should get back to work. Demons aren't going to move themselves, are they? Ist das cool gemacht. Ich bin so fasziniert von dem Spiel. So, ein Blick ins Inventar. Blümchen haben wir genug. Ein paar Zweige könnten wir noch brauchen. Äuglein-Hammer. Von den Eulen haben wir erst 5, sag mal. Ich muss mehr Eulen schießen. Ich dachte gerade, da wäre einer, aber da war leider keiner. Nur, dass wir uns nicht vergiften. Oh, hier gibt's ein Schild. Lass uns mal drauf gucken. Okay, geile Wegbeschreibung, oder? Da lang oder da lang? So, lass uns nochmal auf die Map schauen. Also, wir werden jetzt hier mal zur Katze gehen. Katze, Katze, die ist da oben. Ah, mein Anlaufpunkt, die Katze. Wir können ja mal gucken, Moral, wo stehen wir denn? Ach, Halbzeithammer. Guck mal, wir haben noch gar nicht so viel Böses gemacht. Alles gut. Gut, wir haben ja auch noch ein bisschen was vor uns. Und das ist nämlich das, was ich meinte. Kann man das hier? Ja. Gegner hinterlassen nach dem Tod mit einer geringen Wahrscheinlichkeit Blutkugeln, mit denen du deine Vitalität regenerieren kannst. Was gibt's hier? Mittlere Wahrscheinlichkeit und hier wahrscheinlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Sehr nice. Was gäbe es denn hier? Du erhältst mehr Ressourcen aus der Umwelt. Noch mehr? Und da schöpft man die Umwelt maximal aus. Wobei, das ist ja auch nicht nett. Eigentlich, ne? Naja. Lass uns mal dahingestellt. So, wir haben gerade den Hasenfluch am Start. Wir müssten noch zum Kochtopf. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Ja, wir müssen den Ritter bekämpfen. Huiuiui, ganz schön viel zu tun. Was sagst du dazu, meine kleine Maus? Ja, das ist meine Meinung. Ja. Dann würde ich aber sagen, wir machen an der Stelle einen Folgenwechsel. Ich bedanke mich bei euch natürlich wieder mal fürs Zuschauen. Bleibt mir gesund, genießt die Vorweihnachtszeit, schnabuliert hier und da ein paar Kekse und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.